Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Das ist der heutige Herrnhuter Losungsvers aus Psalm 27. Ich widme ihn an diesem Morgen Schwester Anni Schamberger. Mein Morgenvideo ist eine Referenz an sie. Schwester Anni ist Augsburger Diakonisse und heute wird sie 103 Jahre alt. Für mich verkörpert sie geradezu diesen Losungsvers zu ihrem Geburtstag. Mit ihrem ganzen Leben hat sie das getan, Gottes Antlitz suchen. Mit 21 wurde sie eingesegnet. Mit 70 ist sie in den Ruhestand gegangen. 50 Jahre lang hat sie ihren Dienst als Diakonisse in der Krankenpflege getan. Als ich sie noch vor ihrem 100. Geburtstag persönlich kennenlernte, da hat sie mein Herz sofort mit ihrem Temperament und ihrem Humor, ihrer Herzlichkeit im Sturm erobert. Als sie an ihrem 100. Geburtstag gefragt wurde, was denn ihr Geheimnis sei, wie man so alt wird, da sagte sie nur, das weiß ich auch nicht. Aber es hilft wohl, wenn man mitten im Leben steht und sich über jeden Tag freut, der kommt und an dem man die Gnade Gottes spürt. Ich werde sie heute in Augsburg zu ihrem 103. Geburtstag mit einem Besuch überraschen und ihr diese Rose von meinem Balkon überreichen und einfach meine große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass dieses Wort aus Psalm 27 sich in ihrem ganzen Leben erfüllt hat. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Gott hat sich von Schwester Anni suchen und finden lassen. Und Gott will sich von uns allen suchen und finden lassen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.